Achso. Eher so die Prämisse war, lieber leicht und beweglich bleiben. Muss mich gerade leider ein bisschen konzentrieren, Entschuldigung. Man hat nicht viel Zeit für die Quicktime-Events. Das ist sowieso verwirrend, dass hier schon die Auktion durchführt, bevor ich überhaupt... Bevor ich überhaupt so weit bin. Bin ich tot? Nein, ne? Doch! Ich hab verkackt! Warum hab ich verkackt? Also, weil die macht schon die Aktion, bevor ich gedrückt habe. Und das verwirrt mich immer ein bisschen. Normalerweise sollte ich drücken und dann soll sie den nächsten Schritt machen. Aber okay. Ist halt so, wie es ist. Im Endeffekt muss man nur das drücken, was im Bildschirm zu sehen ist. Von daher alles cool. Ich wollte gerade sagen, aber jetzt... Das habe ich geschafft, ne? Gut. Jetzt alleine hier, oder? Drücken Sie L1-Taste, um einen Feuerball aufzuführen. Der Feuerball lässt Feinde in der Nähe für eine Sekunde in Flammen aufgehen. Okay, wir haben was Neues gelernt. Schön. Wunderbar. Zweite Fähigkeit. Au. Eigenes Blut verliert dabei Energie. Okay. Aha. Was? Schlägt mich hier irgendwas, oder... Da! Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab's nicht gesehen. Tut mir leid. Ich hab die ganze Zeit nicht gerallt, was mich die ganze Zeit hier verletzt. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Aber ich bin jetzt nach dem Quicktime-Event, ne? Oder muss ich das jetzt nochmal machen? Ich will nur wieder unten landen, okay? Komm, bitte. Ja, okay, alles klar. So, erstmal Licht anmachen. Run, motherfucker! Da! Hallo! Ratte, ey. Auch weg. Wow. Mann! Das ist doch scheiße. Ich hau jetzt einfach ab. Ist mir egal, ist mir egal. Aber wie unclever das von der Church auch einfach ist, dass sie einfach mal in so ein, keine Ahnung, 40 Meter Rohr sich fallen lässt, ne, und sich dann komplett dann auch noch von den Kollegen trennt. Ist ja nicht schon, dass unsere beiden Teams voneinander getrennt sind, sondern ist ja auch schon so, dass jetzt sich innerhalb des Teams nochmal Trennungen gemacht werden. Das ist ja auch noch, das ist nicht clever, muss ich sagen. Ach, egal. Aber immerhin kann ich mich jetzt ein bisschen mit Church anfreunden, mit den Fähigkeiten zumindest. Weil ich sage, der Blutband, der ist ziemlich gut, auf jeden Fall. Gerade wenn man auf dem Schlachtfeld so ein bisschen Zeit braucht, aber der braucht natürlich ein bisschen, bis er dann auch mal da ist. Aber den kann man bestimmt auch aus der Deckung heraus machen. Oh oh. Jetzt sei bitte nicht abgestürzt, okay? Das wäre jetzt wirklich uncool. Wirklich. Ich glaube. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, die PlayStation 3 hat sich aufgehangen. Weil unten beim Laden. Ist nur noch ein Punkt und das geht nicht mehr weiter, der Punkt, ne? Ja. Ja. Okay. Gut, müssen wir leider nochmal neu machen. Oh, scheiße. Arg. Ich denke mal, wenn ich das Spiel lade, werde ich nicht beim Kontrollpunkt anfangen. Also, wenn das so wäre, wäre cool. Deswegen, ich mache mal hier einen kurzen Schnitt. Dann sehen wir uns dann gleich entweder ganz kurz wieder oder wenn wir dann die Kanalisation weiterspielen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wo die Speicherpunkte sind. Werden wir dann gleich erfahren. Also, dann bis gleich. So, willkommen zurück zu Cliff Bar Cuts Jericho. Und leider, wie befürchtet, ja, hat es leider nicht funktioniert. Wir müssen es nochmal von vorne machen, aber... Alle meine Entdeckungen.
Ich werde es einfach mal machen. Ich werde es einfach jetzt mal doch mal von vorne beginnen. Ich meine, so viel war das ja. Ich habe möchte keine Erinnerung mehr, was jetzt genau welches Level war. Aber ich behaupte mal, so viel war es wahrscheinlich nicht. Okay, leider hat es nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. So. Also im Endeffekt müssen wir ja eigentlich nur. Oder hatten wir vorher noch gar nichts mit den. Doch, vorher hatten wir auch schon die Armbrustschützen, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Scheiße. So. Wie hängt die hier fest? Nein, noch nicht. Ich habe wohl einen Schutzengel. So, deswegen versuchen wir es einfach dann quick und dirty zu machen. Was meistens wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren wird, aber ist ja egal. Ach, Mann, das ärgert mich jetzt. Ich meine, das passiert. Das ist leider so ein bisschen eine Krankheit gewesen von der. Oh, du bist es. Tatsächlich auch von der PS3. Es gab so ein paar Spiele, das ist eigentlich bei relativ vielen Spielen sogar passiert, ja, dass dann einfach das Spiel eingefroren ist, ne, und dann nicht mehr weiterging. Also wo jetzt der Grund da liegt, keine Ahnung. Aber es ist mir zumindest bei PS3 relativ häufig schon passiert, also bei verschiedensten Spielen auch. Und ja, ist halt blöd, ne? Was soll man machen? So, aber wie gesagt, ich denke mal, so weit waren wir damals noch nicht. Ach, guck mal, entsperrt. Corporal Devin Doss, was. Wenn wir das direkt nochmal freigeschaltet, ist ja auch schön, ne? Da ist einer. So, weg mit dir. Kackfresse, ey. Stirb! Ich glaube, letztes Mal hatte ich hier mein Blutbann gemacht, ne? Oder Blutzauber. Ja, ist egal, komm. Kurz einmal Quicktime-Event durchrallen. Und fährst nicht runter. Bums. Alter, okay, der ist schön geflogen. Der ist schön geflogen. Wo ist der Gegner jetzt? Ach, da bist du. Bums. Bitte. Du bist eine Ninja-Braut. Darf sich zurückfallen, wenn du getroffen wirst. Und vor allem nicht, wenn es einfach nur bei Kämpfern geht, die halt rohe Gewalt anwenden. Schwachfug. So. Das war einfach. Ich glaube, da wollte ich nicht runter. Achso, jetzt kommen ja die ersten mit Bay-Waffnung wahrscheinlich. Ich will nicht wie die anderen Jerichos enden, Ross. So weit wird es nicht kommen. Sprach der Tote Mann. Da ist einer. So. Zack. So. Ach, ja, juckt. Sie sind erledigt. Ach, wir sind schon an der Treppe, okay. Moment! Komm her! Get over here! Upp. So, bitteschön. Okay, dass sie einfach schießen, ohne überhaupt auch nur ansatzweise mal eine Idee davon zu haben, ob man überhaupt treffen könnte oder nicht. So, okay. Ich habe leider nichts mehr gesehen. Der Störfilter, der wird seinem Namen schon gerecht und stört ganz schön. So, zack. Beide tot. Stirb mir nicht weg, Billy. Nein, nein. Sie sind erledigt. Das klang so ein bisschen wie. Bin ich gerade. So eine Selbststörung, halt die Computerstimme. Selbststörungssequenz. Ach, Alien war es, genau. Sie sind erledigt. Das war bei Alien, ne? Wo nochmal am Ende runtergezählt worden ist. Und dann sagt wurde sie wie so 3, 2, 1. Danke. Das war doch der erste Alien. Meine ich zumindest. Okay. So. Ah, guck mal. Genau, gleich kommt von da oben welche. Und dann wird gesagt. Checken wir nochmal, was der Tool so macht. So. Das heißt, wir sind ja gleich schon wieder da. Aber genauso wie sich meine Kameraden jetzt verhalten, ne? Also schön vorsichtig, immer so ein bisschen weiter hinten. Genauso hätte ich mir es eigentlich gestern gewünscht. Aber die standen ja auch mal quasi mir im Gesicht drin.
Und waren dann alle schon tot, als ich dann auch tot war. Das war ein bisschen uncool. So, aber guck mal, wir sind schon wieder da. Wir haben jetzt, ja gut, 5 Minuten haben wir zwar gebraucht, ohne mal hier hinzukommen, aber ist halt so, mein Gott. Alles cool. So, du bist weg. Du bist weg. So, warte mal. Fuck. Müssen wir hin? Ja, ja, genau hier. War ja klar, wusste ich doch. Oder gehen wir gerade wieder zurück? Ich kann es leider nicht schaffen, ohne dass sie mich treffen. Weil die sind zu schnell und ich bin zu immobil. Ups. So. Genau. Okay, also sind wir gleich schon wieder da. Perfekt. Und diesmal bitte nicht abstürzen, Spiel, okay? Das wäre sehr cool, wenn das diesmal funktionieren dürfte. Fuck, habe ich synchronisiert? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Stimme synchronisiert habe. Weil es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das nicht macht, dann auch Stimme und Gameplay synchron zu haben. So. Kein Problem. Dann kriegen wir auch noch gedengelt. Nein! Ich habe den falschen Knopf gerückt. Alter, ein Fehler und ich bin tot, ne? Das ist unfassbar. Das ist das ist ein geiles Bild, muss ich sagen. Aber immerhin beginnt das Quicktime-Event ab hier. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, wann das mit den Quicktime-Events angefangen hat, aber es war eigentlich noch, das hatte noch ziemlich, ziemlich lange Bestand gehabt. Also von der Atmosphäre her hat das Spiel manchmal schon echt coole Momente. Genauso wie hier, weil ich jetzt nicht wusste, wo der Spacken hängt. Dass sie sich dann nochmal so ein bisschen panisch umgeguckt hat. Ich habe jetzt gerade komplett die Kontrolle verloren. Fuck you, Mann. Das meine ich halt, ne? Also, dass ich dann nicht so einen Nahkampfangriff habe, um auf ihn zuzustürmen, der den dann auch so ein bisschen zurückwirft, damit ich dann erstmal überhaupt die Möglichkeit habe, so ein bisschen Kontrolle zu erlangen. Das habe ich hier leider nicht. Stürzt mir nicht ab. Jetzt habe ich den Faden leider verloren. Fuck, ich wollte davor irgendwas anderes sagen. Achso, wegen den Quicktime-Events, genau, weil bei mir Quicktime-Events, so das erste Mal, dass ich die so, ich sag mal, bewusst wahrgenommen habe, war wirklich God of War 1, ne? Wahrscheinlich schon vor welche gespielt, also Spiele gespielt, wo es die bestimmt auch schon mal gab. Aber God of War 1 war so der Vorreiter eigentlich dafür. Ich verstehe nicht, warum ich den nicht sehe. Hi. Alter, schön weggeflogen. Muss ich dir lassen. Jetzt ist durchs Tor. Ist auch nicht okay. Perfekt. Da. Weg mit dir. Sehr schön. So. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Alter! Das geht hier auf einmal ab, ey. Alter. Ja, bleib erstmal geschmeidig. Bleib erstmal geschmeidig. Lass uns erstmal hier erstmal ein bisschen ausruhen, ein bisschen erholen, ein bisschen regenerieren. Wenn ich mich bücke, geht das schneller vielleicht? Ich glaube nicht, nee, aber zumindest vom Gefühl her. Gibt mir dann ein gutes Gefühl, wenn ich mich dann noch bücke. So, okay, wir sind ja schon wieder bei der Tür. Sehr gut. Perfekt. Eieiei. Ja, aber auch in der PlayStation 3-Zeit waren Quicktime-Events auf jeden Fall noch ziemlich, ziemlich in. Aber Resident Evil gab es, die waren hinterher auch ziemlich knackig, muss ich sagen. Ich hatte das einmal mit Alex Raven durchgezockt, den 5. Teil. Und die waren teilweise echt von der Zeit her ziemlich knapp bemessen. So, die Frage ist, was will ich denn jetzt mit euch hier?
Wenn ich hier schon allein nicht weiterkam, dann öffnet sich jetzt irgendeine andere Tür. Das kann natürlich sein. Oh, das Kapitel ist vorbei. Schön. Schön. Nice. Vom Regen in die Traufe. Ah, seit sie in der Box gefangen sind, haben die Kreuzfahrer unaufhörlich Krieg geführt. Sie huldigen... Wer sind die Kreuzfahrer? Sind das jetzt die Kreuzritter oder was? Sie huldigen ihrem Gott, indem sie ihre eigenen Körper foltern und verstümmeln. Es bereitet ihnen höchstes Vergnügen. So ein bisschen wie bei den Flagellanten, ne? Sich ihre Rüstungen in die Haut zu nageln. Was entzündet sich nur alles? Oh. Und ihre Gliedmaßen mit verheerenden Waffen zu ersetzen. Ach so, okay. Ja, typisch Cliff Barker. Wirklich. Kann ich nicht anders sagen. So, ja gut. Ich würde dann hier jetzt eigentlich auch gerne die heutige Aufnahme beenden, weil das Kapitel wollte ich auf jeden Fall eigentlich noch fertig machen. Schade, dass ich jetzt nicht bei einem Kontrollpunkt weitermachen kann, wenn ich dann mit in der Mission aufhöre. Finde ich wirklich ein bisschen schade. Und das wollte ich einfach nur sehen, ob die Ketten sich noch bewegen, die Kettenglieder. Gut, ja, das war's auf jeden Fall. Wir waren heute eigentlich relativ produktiv, mit Ausnahme von der, von dem Absturz gerade, aber auch da hat es nur 5 Minuten gedauert, bis wir wieder zum Stand gekommen sind, wo wir hin sollten. Oder hin, oder wo wir auch überhaupt waren. Und hat halt auch wieder ziemlich Bock gemacht, muss ich sagen. Also, erste Aufnahme war okay, zweite Aufnahme war schrecklich, weil ich hier überhaupt gar nicht klar kam. Heute die Aufnahme hingegen war eigentlich die beste, fand ich, vom Spielspaß her. Weil wir jetzt auch die verschiedenen Fähigkeiten von den verschiedenen Leuten auch immer genutzt haben, selbst wenn wir es nicht mussten. Also ich habe eigentlich mit fast jedem hier gespielt. Mit Warlings noch am wenigsten, weil ich noch nur ganz, ganz kurz spielen konnte. Aber Jones, die Shotgun habe ich verwendet. Mit ihr habe ich mich jetzt mit den Nahkämpfen so ein bisschen anfreunden können. Zumindest hier auf engem Raum, ne? Und wenn es dann auch keine Fernkämpfe unterwegs sind. Wobei die Gegner aber auch nicht viel aushalten. Und was mir auch gefällt, also hier im Mittelalter generell so die Thematik mit den Tempelrittern, mit den Kreuzrittern und sowas. Das habe ich Das hat mir auch schon bei Assassin's Creed 1 so unfassbar gut gefallen. Nur der erste Assassin's Creed Teil war halt nicht so gut. Müsst ihr auch mal wieder einen neuen Teil zocken. Ja, einen neueren zumindest. Das Spiel an sich bei Assassin's Creed fand ich halt nicht so gut, ne? Aber die Thematik hat mir extrem gut gefallen. Und ja, gut, hier ist es natürlich nur ein ganz, ganz, ganz leichter Anriss von dem gesamten Thema. Aber ich finde das schön, wie die das hier reingebracht haben. Also wie die das dann auch erzählen hier, was für Zusammenhänge die dann auch hier herstellen. Also storytechnisch gefällt mir das Spiel eigentlich wirklich ganz gut. Es ist halt eigentlich eine coole Story, verpackt in einem Actionfilm. Ja, doch, in einer Actionfilm-Verpackung kann man eigentlich sagen. Weil wir halt hier unsere harten Charaktere haben, ne? Die jeweils auch eine eigene Charakteristika mit sich bringen. Und ja, also deswegen von der Aufmachung her gar nicht mal so schlecht. Gameplay her ist okay. Wie gesagt, wenn es nicht 20 Stunden geht, ist es vollkommen in Ordnung. wenn ich jetzt so ungefähr bei knapp der Hälfte des Spiels wäre, wäre es schon vollkommen in Ordnung. Gut, also das war es auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch auch noch. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann die Mission vom Regen in die Traufe, heißt sie, glaube ich, dann auch weitermachen. Gut, kapiteltechnisch haben wir heute zwar nicht so viel geschafft, aber die werden auf jeden Fall auch immer länger, wie man merkt. Gut, also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.